This is the sound of Budapest. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind in Budapest und haben allerschönstes Wetter. Nein, Spaß. Wir sind in Budapest und es nässt. Also jetzt gerade nicht, aber es hat die ganze Zeit geregnet auf der Fahrt hierher. Aber wir haben den allerschönsten Platz gefunden. Ja, das auch nicht. Aber er ist sicher, er ist bewacht und arschteuer. Für 24 Stunden zahlt man hier über 20 Euro. Und deswegen bleiben wir keine 24 Stunden hier. Es ist nämlich mega laut. Hinter euch eine sechsspurige Straße, hinter mir Züge alle paar Minuten. Aber nur 5 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. Und da geht es jetzt mal hin. Denn wir sind ja immer noch auf dem Transit, auf der Durchreise. Aber wir wollen uns ja zwischendurch immer ein bisschen was anschauen. Im letzten Video waren wir in Timișoara in Rumänien und in Sofia in Bulgarien. Und jetzt gucken wir uns Budapest an. Mal schauen. Ja, wie das so wird. Alle sagen, es ist eine der schönsten Städte und ich bin echt gespannt. Ja, wie kommen wir hier raus? Mit deinem Handy, oder? Wir sind gefangen, wir kommen hier nicht mehr raus. Ja, Melli sagt gerade, das hier könnte auch Berlin sein. Ja, total. Wir sind auf jeden Fall nicht mit dem Taxi rein in die Stadt. Sondern laufen die knappen 5 Kilometer durch das sechsten Bezirk, glaube ich. Budapest ist in so Bezirke eingeteilt und der fünfte und der erste sind direkt vorne an der Donau. Ich glaube, das ist da, wo es am touristischsten ist. Aber und der sechste und siebte Bezirk ist so ein bisschen, habe ich gestern gelesen, so ein bisschen Hipster und da gibt es so Hipster, vielleicht Secondhand-Läden und sowas, kann ich mir vorstellen. Ja, Hipster. Na, das ergibt dir Sinn, warum das an Berlin erinnert. Wenn 6. und 7. Bezirk so ein Hipsterviertel ist, ja, Berlin halt, ne? Ganz klar. Ja, total. Guck mal, das sieht echt aus wie in Berlin. Der Laden ist aus Kebab. Der ist aus Kebab, der ganze Laden. Das gibt's ja gar nicht. Aus Kebab. Krass. Rumlaufen, hast du gesehen? Ja. Ja, boah, gerade fragen wir uns, warum sind wir eigentlich in die Stadt gegangen? Es ist so laut, es ist so viel los. Und vor ein paar Tagen standen wir noch so Mutterseelen allein in Kreta am Meer. Tja, aber es ist auf jeden Fall eine richtig schöne Stadt und es fängt jetzt an zu regnen. Deswegen, wisst ihr, was wir machen? Erstmal in einen Coffeeshop gehen und uns ordentlich mit Kaffee zu ballern. Damit wir uns dann weiter die Stadt anschauen können. Der Regen hat aufgehört und wir sind wieder draußen unterwegs in Budapest. Und ich muss sagen, bis jetzt ist es schon eine sehr schöne Stadt. Die Gebäude sind richtig schön. Und man hört hier alle Sprachen auf der Straße. Also Deutsch, Englisch, Französisch, Polnisch, Russisch, alles ist hier vertreten. Fällt mir auf jeden Fall vom Vibe her schon mal sehr gut. Nusselein und ich, wir warten jetzt hier auf Melli. Die ist nämlich gerade kurz in einem Shop. Ihre beste Freundin hat bald Geburtstag und Melli ist eingeladen in Berlin. Und da brauchst du noch ein kleines Geschenk für. Und ich habe gelesen, dass Ungarn eine Diktatur mittlerweile ist. Das war mir auch ganz neu. Aber es macht dir überhaupt nicht den Eindruck, als wäre es eine Diktatur. Aber okay, gut, ich bin halt auch erst ein paar Stunden hier. Und wahrscheinlich müsste ich mich mit ein paar Leuten hier unterhalten, um dann Eindruck zu kriegen. Aber auf der anderen Seite, ja, ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Aber ich kann mir auch irgendwie nicht vorstellen, dass das EU-Parlament halt einfach lügt und sagt, hier, Ungarn ist halt keine Demokratie mehr. Also irgendwas stimmt ja nicht.
Also, was hast du gefunden? Eine richtig tolle Kerze aus Sandalwood. Wenn ihr das riechen könntet. Und Geschirrtücher, weil ich finde, das sind immer Sachen, die kriegt man gerne geschenkt, weil man manchmal ein bisschen zu geizig ist, dafür etwas mehr Geld auszugeben und sich so richtig schöne zu holen. Und dann freut man sich. Also ich würde mich über so ein Geschenk sehr freuen. Ja, ich mich auch. Ja, da bist du auf jeden Fall ein gern gesehener Gast auf dem Geburtstag. Okay, gehen wir jetzt noch weiter. Ich kriege nämlich ein bisschen Hunger. Ja, das kriege ich mal ein, bevor es mir gleich kaputt geht hier. Wir haben uns jetzt hier eine Langosch geholt. Das ist was typisch Ungarisches. Und zwar ist das so frittierter Teig mit Käse. Gab es auch in verschiedenen Varianten. Wir haben uns jetzt mal die einfachste Variante geholt. Aber es gibt keine Plätze zum Sitzen, also müssen wir das jetzt im Stehen essen. Das ist kein Problem. Willst du auch was davon abhaben? Ja. Mmh. Ist das jetzt bezahlt für so einen? Ein bisschen mehr als 4 Euro. Gut, ne? So, und ein bisschen Langosch für Nusa. Mmh. Nusa darf auch mal probieren, ausnahmsweise. Ja. Ich dachte, das ist was Schönes, gell? Die Spezialitäten des Landes. Ja. Hat ja auch geschmeckt, der war auch sehr, sehr lecker, muss ich sagen. Die Spezialitäten ja auch probieren. Oh, der war richtig lecker. Mmh. Könnte jetzt Ewigkeiten weiter essen, aber frittierte Sachen. Morgen habe ich schon wieder einen Pickel mehr, sage ich euch. Aber man muss einfach, wenn man hier einmal isst, entweder Gulasch essen. Oder es gibt noch so zwei andere Varianten. Das ist ähnlich wie Gulasch, aber die Art und Weise der Soße unterscheidet sich. Und Langosch. Und jetzt gehen wir nochmal ein Käffchen trinken. Yes. Da haben wir den Langosch gegessen. Und da gehen wir jetzt Kaffee. Oh, mein Finger ist richtig überleuchtet. Ja, jetzt suchen wir uns ein Taxi zurück. Und das kostet jetzt 3600 Forint. Das sind ungefähr 400 Forint ist 1 Euro, also knappe 9 Euro. Head auswählen. Fahrt bestätigen. Wann wäre der da? 3 Minuten. In 3 Minuten. Wir hätten jetzt noch laufen können, aber es wäre eine Stunde und wir haben jetzt schon 3:30 und wollen ja noch ein bisschen Strecke machen. Aber es war ein schöner Spaziergang durch Budapest. Hoffe, euch hat es auch gefallen. Allgemein können wir sagen, was wir jetzt bis jetzt erfahren haben, ist, dass es gar nicht so viel günstiger ist als zum Beispiel Berlin letztes Jahr oder vorletztes Jahr, als Melli in Berlin war. Also auch für einen klassischen Flat White haben wir jetzt hier 4 Euro bezahlt, Langosch waren jetzt auch 4 Euro. Klar, in Deutschland ist es bestimmt noch ein bisschen teurer, aber der Preisunterschied ist gar nicht so groß. Ja, aber es war schön, bin froh, dass wir hier gewesen sind und vielleicht kommen wir nochmal wieder, dann ohne Camper und mit ein bisschen mehr Zeit. Öffnen wir auf magische Art dieses Tor. Also hier können wir die ganze Nacht, hier können wir auf jeden Fall nicht über Nacht bleiben. Boah, das ist so laut. Das ist richtig laut hier. Aber zum Parken war es gut. Die hat das so toll gemacht. Das super gemacht. Ganz toll hat sie das gemacht. Dass wir mal mit ihr in Barcelona waren als Welpe, kann ich mir gar nicht mehr vorstellen. Wie wir das überlebt haben, wir alle drei. Aber jetzt hat sie daraus, haben wir schon früh genug mit ihr damit angefangen, deswegen hat sie das jetzt top gemacht. Jetzt kann man das sogar richtig genießen, ne? Ja. Ja, der Taxifahrer war so überhaupt nicht zufrieden hier mit dem Leben. In Ungarn ist natürlich nur eine Einzelmeinung, ist natürlich auch charakterabhängig. Das muss man alles da auch mit berücksichtigen. Ja, das hat man verdient natürlich auch. Ne? Aber er meinte, das Leben ist in den letzten 2 Jahren extrem teuer geworden und die verdienen sehr wenig hier in Ungarn. Und ja, er meinte auch nicht nur er, sondern viele seiner Mitmenschen sind super unzufrieden, auch mit der Politik hier. Es war jetzt natürlich nur ein kurzes Gespräch, wir waren vielleicht gerade mal 10 Minuten im Taxi. Aber ja, ich wollte mir trotzdem nicht nehmen, ihn zumindest mal nach seiner Meinung zu fragen, wie das Leben hier ist. Und ja, wie gesagt, ist nur eine Einzelmeinung, spiegelt jetzt nicht die Meinung des ganzen Landes wider, aber ist zumindest mal eine Stimmung, die man einfangen konnte. Und es spiegelt auch so ein bisschen, also die Meinung von dem Taxifahrer spiegelt auch so ein bisschen das, was wir so befürchtet haben, weil wir gesagt haben, boah, die Preise sind ähnlich wie in Deutschland, aber die verdienen ja hier nicht so viel. Naja, sehen wir mal. Im Durchschnitt halt alles. Ja, im Durchschnitt, klar. Also einzelne reiche People gibt es hier überall. Gibt es auch Leute, die nicht so gut verdienen. Das ist das Leben auch sehr teuer. Auch wahr. Ja, aber es ging ja nicht nur ums Geld. Genau. Naja. Genau. Auf jeden Fall, wir packen es jetzt mal und ja, vielleicht schaffen wir es sogar bis in die Slowakei heute. Und dann gucken wir mal, wo wir landen. Trees are in green, the
The ocean is gray, sky is a vague blue, come away. My room is a mess, it could use a... Servus aus dem kalten Nordungarn. Hier in der Nähe der Stadt Győr haben wir gestern einen Stellplatz gefunden und sind hier im Dunkeln noch angekommen. Es war eine richtig kalte Nacht. Die Standheizung lief dann fast ganz durch und heute Morgen auch. Budapest hat uns ganz schön mitgenommen, würde ich mal sagen. Also es ist eine richtig schöne Stadt, aber es ist so viel passiert da, so viele Eindrücke, dass wir heute Nacht richtig tief geschlafen haben und auch lange gepennt haben. Haben uns dann zwischenzeitlich gedacht, vielleicht wäre es besser gewesen, nach Bratislava zu fahren. Das liegt nämlich auch auf unserer Strecke. Und weil wir dann Sachen nicht auslassen können und so schwer Nein sagen können, fahren wir noch gleich nach Bratislava. Also jetzt nochmal kurz den Hund hier auspowern. Wir sind hier auf so einer riesengroßen Wiese. Und dann geht's gleich in die nächste Stadt. Gell, Nusa? Ja, darauf erstmal schön pullern, ne? Herrlich. Steht zwar irgendwas mit Wohnmobile verboten, guck mal, aber wir sind ja nicht so ein Wohnmobil. Nee, wir sehen anders aus. Wir sehen anders aus und da hinten steht ein riesengroßer Bus. Also von diesem Parkplatz da wurden wir dann freundlicherweise doch weggeschickt, beziehungsweise wir hätten da stehen bleiben können, 1,5 Stunden, habe ich gesagt, brauchen wir. Aber der Mann hat gesagt, naja, wenn sein Chef das sieht, kriegt er Ärger, aber ist okay, 1,5 Stunden, der wird schon nicht kommen. Aber ich wollte jetzt nicht, dass er Ärger kriegt, deswegen haben wir uns einfach in die Straße hier gestellt, die direkt nebenan ist. 1 Euro zahlen wir jetzt hier und haben jetzt 1 Stunde Zeit. Also gibt es Bratislava. Zu trinken. Ist ja nur eine kleine Kaffeepause. Ist nur ein kleines Kaffeepausi. Kaffeepausi. Genau. Also gibt es jetzt Bratislava im Schnelldurchlauf und wir suchen uns ein schönes Kaffee aus. Das ist so eine Sonntagsstimmung, ne? Falsch. Ist heute Sonntag oder Samstag? Ich guck nochmal. Heute ist Samstag. Aber voll die Sonntagsstimmung hier. Das ist ja alles geschlossen. Ja. Ja, im Sommer richtig schön, glaube ich, hier, wenn die ganzen Bäume dann blühen. Und jetzt im Winter echt super ruhig und gemütlich. Gefällt uns auf jeden Fall schon mal sehr gut. So, Kaffee fertig. Ja, jetzt laufen wir noch mal ein bisschen durch die Stadt und dann geht es schon wieder weiter. Wir würden echt gerne, also für mich würde ich echt gerne diese Stadt noch mal mir anschauen, weil vom ersten Gefühl gefällt sie mir sehr gut, besser als Budapest. Ja, kann man ja. Aber nur, ja, weil es einfach, weiß ich nicht, ich kann jetzt noch nicht jetzt genau sagen, wieso, aber der Vibe gefällt mir einfach so. Es ist sehr ruhig, es ist so schön, aber hat eine sehr ruhige Atmosphäre und es ist echt für den Samstag auch so leer auf der Straße. Ich habe die ganze Zeit gedacht, es ist irgendwie ein Feiertag oder so. Aber es ist vielleicht irgendwie so eine vergessene, die schöne vergessene Stadt Bratislava. Es regnet. Es ist aber ziemlich ungünstig für kurzen Stadtbesuch ohne Regenschirm. Ist das hier immer so, dass es so in Mitteleuropa so regnet? Ich habe das schon vergessen. Müssen wir uns da jetzt so drauf einstellen, auf Regen? Also mehrere Tage hintereinander? Weil war die letzten Winter bei uns nicht so. Wir waren ja immer erst ab Mai in Deutschland. Ich habe das schon ganz vergessen, wie das hier ist. Naja, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Dann kann ich mich drauf einstellen. Ja. Glaube, ich würde Walnuss nehmen. Something else? Ah, thank you. Takeaway? Ah, takeaway, ja. Möchtest du dir noch eine Pizza holen? Nee, möchte ich nicht. Okay, dann probieren wir den Bagel. Beziehungsweise, das ist ja wie so ein Vanillekipfel. Ja. Könnte ein bisschen saftiger sein. Ich möchte auch probieren. Kaffee wäre es besser. Mhm. Aber lecker. Ja.
Also dieses Café, da mussten wir jetzt einfach nochmal rein, da sind wir dran vorbeigelaufen. Ey, das hat so gut einfach gerochen. Zeig nochmal, wie heißt das? Good Time Coffee Roasters. Und Ist matschelig. Und die rösten ihren Kaffee selbst. Richtig gute Beratung. Wir haben uns da jetzt nochmal 2 Pakete Kaffee geholt. Und ich muss sagen, ich finde das richtig cool, dass diese Specialty Coffee Szene immer weiter wächst, weil ich weiß noch, als wir vor ein paar Jahren von unserer Weltreise zurückgekommen sind, gab es noch nicht so wirklich viel Specialty Coffee Läden, gerade auch in Deutschland. Und mittlerweile wächst die Szene immer. Das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Auch für uns bedeutet das, dass wenn wir unseren Laden aufmachen, dass halt auch schon Markt da ist, dass Interesse da ist, weil andere machen es ja auch. Ja. Und ich zeige euch hier mal die App, mit der wir unsere Standorte immer finden. Ist eigentlich ziemlich einfach, die App zu benutzen, und die ist auch kostenlos, aber trotzdem kann man da auch mal was spenden, wenn man die App öfter benutzt. So, und der Regen wird immer doller und deswegen laufen wir jetzt mal. Das Parkticket läuft gleich auch. Ja, das Parkticket läuft jetzt eigentlich auch ab. Also passt alles. Wunderbar. Deswegen gehen wir jetzt zurück zum Auto und fahren weiter Richtung Tschechien. 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 Ja, ihr werdet nicht glauben, wo wir gestern Abend noch gelandet sind. Und zwar haben wir uns einen Stellplatz ganz in der Nähe von Deutschland ausgesucht. Und da sind wir heute Morgen auch aufgewacht, aber es war mega kalt. Das war so ein bisschen in den Bergen auf 700 Meter Höhe. Es war richtig kalt in den Wolken und ich gucke so auf der Karte und wir hätten einfach nur den Berg runterfahren müssen und wären schon in Deutschland. Und dann sind wir vor ein paar Stunden hier rüber gefahren und es scheint einfach die Sonne. Ey, wir haben die Sonne mitgebracht, ne? Wir haben es gesagt, wir haben die Sonne mitgebracht. Ja. Es war die ganze Zeit wolkig. Athen bis Thessaloniki war Sonne, aber ab dann Thessaloniki bis quasi Bratislava, gestern Prag, alles bewölkt und zack sind wir in Deutschland. Freunde, die Sonne ist da. Melli und David sind da. Willkommen in Deutschland. wir sind hier auf diesem Parkplatz gefahren und haben jetzt hier noch 2 Podcast-Folgen aufgenommen. Und ihr fragt auch immer, wann die rauskommen. Wir informieren euch da schon, wann die Folgen rauskommen. Dauert noch ein bisschen, weil wir das auch zusammen mit einem Tonstudio machen und die ganzen Folgen zusammenschneiden. Aber das dauert noch ein bisschen, bis die rauskommen. Jetzt geht es aber erst nochmal für einen kurzen Stopp nach Dresden, denn auch diese Stadt wollen wir uns nicht nehmen lassen. Ja, da freut sich auch jemand, wieder in Deutschland zu sein. Oh oh. Musa? In was wälzt du dich da? In dem Stock. Arratata. Juhu, Alemannia. Sind wir wieder bei den Almans, ne? Ja, wir freuen uns auf jeden Fall sehr, wieder in Deutschland zu sein, nach so vielen Monaten. Und wir haben uns ja auch Deutschland bewusst ausgesucht als unsere Heimat und als ja, der Ort, wo wir unsere Base aufbauen wollen, weil wir uns nirgends so wohl gefühlt haben wie hier. Und könnten ganz, ganz viele von euch verstehen das auch. Ja, aber ein paar Leute verstehen das überhaupt nicht. Aber ist ja normal. Gibt halt immer ein paar Leute, die unzufrieden sind. Aber wir haben so viel gesehen auf dieser Welt, nicht nur in Europa, sondern auch auf der Weltreise, die wir ja vorher gemacht haben, bevor wir im Van mit dem Van durch Europa gereist sind. Ich kann euch ehrlich sagen, wir haben es schon gut hier. Wir haben es schon richtig gut hier und es ist auch nicht selbstverständlich, dass wir es so gut haben. Ja. Aber jetzt erstmal ab nach Dresden. So, wir sind jetzt hier auf dem Wohnmobilstellplatz direkt in der Stadt. Mega geil. Kostet 25 Euro, wenn man die ganze Nacht bleiben will, oder angefangene Stunde 2,50. Ah, da hinten ist noch was frei. Geilo. Muss noch was frei sein. Ja, auf jeden Fall ist noch was frei. Guck dir das mal an. Oder? Kann man hier an der Seite parken? Ja, ich würde sagen, hier an der Seite kannst du wunderbar parken. Guck mal, da guckst du direkt auf Strom. Die Elbe. Wow. Ja, ist doch voll in Ordnung. Läufst du da direkt über die Brücke. Geil, perfekt. Ja. Toll. Cool.
würde ich mal sagen, wir sind direkt in Dresden. Es ist 3:30 am Nachmittag und jetzt gibt's ein bisschen Dresden. Und es gibt Bier, aber erst mal 4. Der Garten ist aber voll her. Der Biergarten am Narrenhäusle. Mm. Na, und an was erinnert dich Florenz? Ach so, jetzt habe ich das schon verraten. Ja. Ja, an Florenz, ne? An Florenz. Ja, die bekannte Elb Florenz hier. Richtig schön, ne? Ja, sehr schön. Mit schönem Wetter. Natürlich top. Also, man braucht... Nicht so langsam. Also man braucht gar nicht so weit reisen. Reicht einfach, wenn man nach Dresden kommt. Das ist schon schön. Oder? Also Deutschland hat, glaube ich, auch richtig schöne Städte. Wenn wir uns in nächster Zeit eher im deutschen Raum aufhalten. Nicht mal so weit, bis nach Greta runterkommen. Ist hier Raubtierfütterung? Ach, hallo! Passiert sie gar nicht. Nee, Essen ist wichtiger, ne? Ja, du solltest auf jeden Fall reingehen. Ja? Ja, es ist. Okay, dann dreh ich auch mal eine Runde. Ist die schönste Kirche, die ich je gesehen habe. Okay, dann dreh ich auch mal eine kleine Runde. Ja, die Kirche ist eine ganz besondere. Ihr kennt sie sicherlich aber auch schon. Die wurde im Zweiten Weltkrieg nämlich nicht zerstört, ist aber, glaube ich, ein paar Tage danach, als die Bombardierung auf Dresden vorbei war, zusammengestürzt. Und dann war die Schutt und Asche mehrere Jahre lang und wurde dann halt wieder schön aufgebaut. Und es ist so eine schöne Kirche. Wow, echt, dass sowas wieder aufgebaut ist. Ja, und vor allem, dass die nicht eingestürzt ist, ne? Dass so viele Menschen Zuflucht gefunden haben. Also richtig klasse. Du gehst da jetzt rein. Ich war gerade schon drin und ich hole uns beiden mal Kaffee. Wow, ein mega Gebäude jagt das nächste. Also einfach richtig schön hier. Vor allem bei diesem Abendlicht. Ja, war echt schön. Echt cool, dass wir hier gelandet sind und so gutes Wetter haben. Ja, und wir haben gerade schon drüber gesprochen, was so unsere Lieblingsstädte sind, die wir jetzt hier gesehen haben. Und Melli hat gesagt, Bratislava und dann Dresden. Und ich würde auf jeden Fall sagen, für mich wäre es Dresden und dann Bratislava. Ein Traum einfach hier zu laufen. Jetzt haben wir aber Hunger und jetzt müssen wir uns was zu essen suchen. Also wir haben was gefunden, was typisch deutsches. Currywurst. Ihr wisst ja, in jedem Land haben wir bis jetzt immer so eine Spezialität gegessen. Naja, war ja so in Ungarn und in Slowakei auch, aber jetzt sind wir hier in Deutschland. In Deutschland scheint es Currywurst zu geben. So Gabels? Ja. Bitteschön. Vielen Dank. Gute. Thank you.
wir haben gerade gemerkt, dass die Reise zu Ende ist. Gerade festgestellt. Dass wir in weniger als 2 Wochen in unsere Wohnung ziehen, die wir noch nie gesehen haben. Aber wir ein gutes Gefühl dabei haben. Ja, auf jeden Fall. Ein sehr gutes Gefühl. Und das war's jetzt erstmal mit Reisen. Das ist die letzte Stadt. Das vorerst letzte Reisevideo. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und ihr bleibt trotzdem dabei. Bei allem, was noch passieren wird, wir wissen es auch noch nicht genau. Aber vielleicht habt ihr ja Lust, das mit uns zusammen rauszufinden. Korrekt. So, und bevor es jetzt zu emotional wird, sehen wir uns im nächsten Video. Schaltet gerne wieder ein. Weil dann öffnen wir nämlich zusammen die Tür zu unserer Wohnung, die wir noch nicht gesehen haben. Da ist gerade ein Kind hingefallen. Sorry, ich war jetzt aufgelegt. Ich habe eigentlich gesagt, sie soll lange. Also, tschüssi. Aber ist nichts passiert. Nichts passiert, oder? Nichts passiert.